Grüße euch zu den Tageskarten vom Samstag, den 28. Oktober 2017. Laut dem Mondkalender haben wir zunehmende Halbmond im Zeichen Wassermann, Element Luft. Es ist ein Lichttag. Zwischenmenschlich gibt uns der Mondkalender mit: Wie wäre es, wenn Sie in einer bestimmten Angelegenheit Ihre Perspektive probehalber um 180 Grad drehen? Was ergibt sich für Sie, wenn Sie aus dieser neuen Position heraus auf Ihre Einstellung zurückblicken? Informativ gibt uns der Mondkalender mit: Wird nun die Uhr morgen bei der Zeitumstellung von Sommerzeit auf Winterzeit eine Stunde vor- oder zurückgestellt? Im März hatten wir schon eine Eselsbrücke genannt. Hier noch eine andere Merkregel: Wenn Sie im März Ihre Gartenutensilien hinausstellen, also vor die Tür stellen, die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt. So bringt sie diese nun im Spätherbst wieder zurück. Die Uhr wird also am kommenden Sonntag um eine Stunde zurückgestellt. Oh, für manche Liebe, die sich hier vielleicht am Wochenende neu gefunden hat. Wer weiß, wer weiß. Hier bietet sich noch eine Stunde an. Zum heutigen Tag haben wir zwei Liebeskarten und zwei berufliche Karten für alle, die hier eventuell noch arbeiten müssen. Ich komme zu den Affirmationen unserer Krafttierkarten. Ich vertraue meinen Einfällen und Ideen. Ich trete klar, kraftvoll und mutig in mein Leben. Ich gestalte mein Leben angemessen, von vielem etwas, aber nicht von etwas zu viel. Okay. Sind wir gespannt. Und die erste Karte ist ein Trumpf, der Ausgleich. Im beruflichen Umfeld bedeutet die Karte Ausgleich. Das wird uns über unsere Aufgabenstellungen und Ziele Klarheit verschaffen. Und aus dieser nüchternen, auch selbstkritischen Erkenntnis heraus zu einem klareren Urteil über unsere weitere Vorgehensweise gelangen. Dabei kann es entweder darum gehen, einen angemessenen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, oder aber uns über die Ziele unseres Tuns und über den Einsatz der Mittel klar zu werden. In jedem Fall bedeutet diese Karte die Gewissheit, dass wir ernten werden, was wir gesät haben. Okay, und die nächste, hier haben wir das Ass der Stäbe. Auf der beruflichen Ebene unterstreicht das Ass der Stäbe, dass das Schicksal für uns Chancen bereithält, die uns unsere Ziele erkennen lassen und auch die Kraft und die Motivation zu deren Entwicklung geben.
Noch sind die Pläne nicht ganz ausformuliert und die Möglichkeiten nur zum Teil erkannt. Dieses Ass aber ist Hinweis auf eine Gelegenheit, die beruflich weiterhilft und wichtige Entfaltungen ermöglicht, dabei jedoch häufig Mut und Risikofreude verlangt. Ach, guck mal, da ist ja doch eine Beziehung. Im Beziehungsleben bedeutet diese Karte Wärme, Lebendigkeit, Engagement und große Chancen. Bestehende Verbindungen entweder neu zu beleben oder Wege zu neuen Beziehungen zu finden. Das muss ich mir gleich markieren. Die ganze Zeit immer so schöner Absatz und hier wird es in einem geschrieben. Ich habe mich noch gewundert. Kommen wir zum Thema Beziehung. Hier haben wir die sieben Kelche, die Verderbnis. Auch so eine gewisse Überfülle scheint mir. Im Bereich der Liebe steht sie für trügerische Gefühle, Schwärmerei und leidenschaftliche Verstrickungen, deren Lösung ein schmerzvoller, ernüchternder Prozess ist. Sie sagt nicht, dass die von ihr gekennzeichnete Beziehung von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Wohl aber, dass es höchste Zeit ist, eine vergiftete Atmosphäre zu verlassen. Zur Aufrichtigkeit zu kommen und eine stabile emotionale Basis zu schaffen. An die nächste Liebeskarte, hier haben wir die Hohe Priesterin. Gestern der Hohe Priester, heute die Hohe Priesterin. Da diese Karte die Verbindung der Realität zur inneren Gefühlswelt ausdrückt, können wir ermessen, wie sehr unser äußeres Empfinden in den Gefilden unbewusster Träume verwurzelt ist. In unseren persönlichen Verbindungen steht die Hohe Priesterin für Verständnis, tiefe Zuneigung, Nähe und Seelenverwandtschaft. Feingefühl und Fürsorglichkeit im Umgang miteinander. Und nicht zuletzt für die Gewissheit, dass ein unsichtbares Band uns mit dem Partner vereint. In Zeiten, in denen wir allein leben, ist die Hohepriesterin unsere innere Führerin zu Nähe, Seelengemeinschaft und Energieaustausch. Und Amors Botschaft, hier haben wir den Seelenpartner. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Jetzt bin ich gespannt, was uns die Feen mitunter auch für den heutigen Tag mitgeben möchten. Und wir haben hier die Entgiftung. Du wirst aufgefordert, deinen Körper, deine Umgebung, deinen Geist und dein Herz von Giftstoffen zu reinigen. Gott und die Feen werden dir bei diesem Unterfangen helfen. Es ist an der Zeit, Giftstoffe sowohl in deinem Inneren als auch in deiner äußeren Umgebung loszulassen. Diese Karte bestärkt
Deine innere Führung, die dich schon seit einiger Zeit auffordert, schädliche Angewohnheiten aufzugeben. Geh hinaus in die freie Natur und rufe die Feen herbei. Bitte Gott und die Feen, dir zu helfen. Toxische Stoffe aus Körper, Geist und Herz zu entfernen. Bitte um ihre Unterstützung in deinem Bemühen, schädliche Gewohnheiten aufzugeben. Bald wirst du feststellen, dass du ganz selbstverständlich nur noch frische, organische Nahrungsmittel zu dir nehmen willst. Du wirst anfangen, die Inhaltsstoffe aller Lebensmittel, Getränke und Kosmetikartikel zu überprüfen und wirst nur noch natürliche Produkte benutzen wollen. Du wirst weggeführt von Umweltgiften und das Wichtigste, deine Gedanken und Gefühle werden nicht mehr um irgendwelche Vorurteile und Ängste kreisen, sondern stattdessen auf Liebe beruhen. Die Affirmation: Ich achte ganz besonders auf meinen Körper und habe nur Verlangen nach gesunden Nahrungsmitteln und Getränken. Ich achte ganz besonders auf meinen Körper und habe nur Verlangen nach gesunden Nahrungsmitteln und Getränken. Und die Engelenergien, mir sind hier drei herausgefallen und beginnen wir mit der ersten. Verzeihen. Dir selbst und anderen zu verzeihen, ist die Grundlage für das Sein im Jetzt. Gnade. Es sind dein Denken und deine Wertung, welche die Mauern erschaffen. Lasse dich von dem Geschenk der Gnade umarmen und schenke deinem Herzen Frieden. Die letzte Botschaft.